Okay. Worüber das Christkind lächeln musste. Fortsetzung. Warte mal bitte, du kannst nicht sofort los. Du kannst. Okay. Worüber das Christkind. Peter, du musst eine Pause machen. Also kannst gleich. Bitte. Staub. Klappenwolf die zweite. Okay. Dann können wir anfangen jetzt. Ach, läuft schon. Okay. Okay. Um jede Zeit also kam der Engel Gabriel heimlich nochmal vom Himmel herab. Um im Stalle. Kam heimlich nochmal. Come on! Vom Himmel herab. Als Josef mit Maria von Nazareth her unterwegs war, um in Bethlehem anzugeben, dass er vom David abstamme, was die Obrigkeit so gut wie. Peter, setz dich doch um. Ich sehe dich die ganze Zeit. Weißt du, was ist los, Junge? Es kann halt wahr sein. Lies einfach. Nur Esel und Ochs durften bleiben. Der Esel, weil man ihn später ohnehin für die Flucht nach Ägypten zur Hand haben musste. Und der Ochs, weil er so riesengroß und faul war, dass ihn alle Herrenscharen des Himmels nicht hätten von der Stelle bringen können. Aber es saß noch. Warte. Peter, komm aus dem Schrank. Ich höre es die ganze Zeit kruscheln. Komm jetzt raus. Oh. Ich muss die ganze Zeit denken, dass du im Schrank sitzt. Da kann ich so nicht hier liegen. Ich war ja auch im Schrank. Ja. Oh, Mann. Vergib mir, flüsterte er. Na fuck. Willst du jetzt auch noch dazu lassen? Haben wir Tape? Haben wir Gaffertape hier? Gaffer. Der Erzengel stöberte auch alles kleine Getier aus dem Stall. Die Ameisen und Spinnen und die Mäuse. Es war nicht auszudenken, was geschehen konnte, wenn sich die Mutter Maria vielleicht vorzeitig über eine Maus setzte. Nur Esel und Fuchs durften bleiben. Oh, Fuchs. Oh, oh nein.